Was habt ihr eigentlich zuletzt gegessen? Hattet ihr schon Abendbrot und wenn ja, was gab's? Bei uns gab's ein ziemlich scharfes Gericht. Salat mit Spargel, Brot mit Aufstrich und Spinat, Süßkartoffel aus dem Ofen. Sehr schön divers. Alles klar. Cool, dann vielen Dank für die ersten Einblicke. Voll schön, dass ihr da seid. Ich bin Fine und ich moderiere heute das Webinar. Und das ist jetzt schon unsere fünfte Folge von Ernährung ist systemrelevant. Und wie ihr sehen könnt, seid ihr alle gerade gemutet, also euer Mikro ist aus. Das ist einfach, um Nebengeräusche ein bisschen zu minimieren. Das ist voll schön. Also wenn ihr anderen auch Lust habt, euer Gesicht zu zeigen, freuen wir uns immer. Aber es ist auch kein Zwang. Und wie Miri schon vorhin in den Chat geschrieben hat, zeichnen wir das Webinar heute auf, also auf Audio. Und ihr könnt die Audiodatei dann in den nächsten Tagen auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von Janun finden und dann nochmal reinhören oder auch anderen Leuten davon erzählen, sodass sie sich anhören können, worüber wir heute so gesprochen haben. Und ihr könnt auch jederzeit unten in den Chat schreiben, wenn ihr eine Frage oder Anmerkung habt. Genau, und ihr fragt euch bestimmt, was wir heute eigentlich machen. Als nächstes wird Miri uns einen kleinen thematischen Einstieg geben. Miriam und Paulina, die könnt ihr auch beide hier sehen, die organisieren die Webinarreihe. Und im Anschluss habe ich ein 25-minütiges Gespräch mit unserem heutigen Gast. Das ist Charlotte, die könnt ihr hier auch schon sehen. Charlotte ist von Demeter im Norden. Und danach habt ihr die Möglichkeit, über eine Frage gemeinsam ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren. Und danach gibt es nochmal einen kleinen thematischen Abschluss, sodass wir nach einer Stunde ungefähr fertig sind. Genau, und damit leite ich schon mal über zu Miri, die sich und Paulina kurz vorstellt und dann einen kleinen Rückblick und Ausblick gibt. Ja, das Ganze mache ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Paulina. Möchtest du starten? Ja, kann ich auch machen. Genau, wir sind beide quasi aus Lüneburg, kennen uns da aus einer Initiative, die heißt Ekona und gehört zu Janun und beschäftigen uns eigentlich so viel mit nachhaltiger Ernährung und dem Ernährungssystem und machen ansonsten irgendwie Bildungsarbeit, zum Beispiel Workshops, entwickeln Bildungsmaterialien und genau, jetzt in der Online-Zeit haben wir uns diese Webinar-Gesprächsreihe ein bisschen ausgedacht. Genau. Genau, und zwar, weil wir den Eindruck hatten, dass das ja aktuelle Coronavirus und die Maßnahmen, die beschlossen wurden, um damit umzugehen, sich sehr stark auf verschiedene Bereiche im Ernährungssystem auswirken. Über manche wird auch medial berichtet, wie zum Beispiel fehlende ErntehelferInnen oder ganz aktuell die Situation von Menschen, die in Schlachthöfen arbeiten. Aber über andere Auswirkungen wird eben vielleicht auch weniger berichtet. Und wir wollten sehr gern eine Vielfalt an Perspektiven zusammenbringen und herausfinden, wie sich Corona auf das Ernährungssystem auswirkt und was für Chancen oder auch Risiken für ein nachhaltiges Ernährungssystem gerade ja, aufkommen. Dafür haben wir jede Woche einen neuen Gast eingeladen. Unsere Gäste sind jetzt natürlich keine Menschen, die zu allen Bereichen aus dem Ernährungssystem oder auch nur zu der gesamten Vielfalt von ihrer Akteursgruppe was sagen können, aber die uns spannende Einblicke geben können in das Ernährungssystem. Ja, und wir alle sind keine Expertinnen, was die Auswirkungen einer Pandemie auf das Ernährungssystem angeht. Klar, kennt man ja auch einfach noch nicht, sondern wir alle wollen gemeinsam neue Einblicke bekommen, Neues lernen und versuchen, ein bisschen klüger oder mit mehr spannenden Gedankenanregungen hier rauszugehen.
Genau, also Miri hat ja viel vom Ernährungssystem geredet, das so ein bisschen das Mini-Basic-Ernährungssystem, was wir uns mal so zusammengebastelt haben. Und wir haben auch, genau, wie gesagt, in den letzten Folgen schon mit vielen Leuten geredet. Heute sind wir dann irgendwo so, ja, zwischen Landwirtin und Endverbraucherin. Wir sind mal gespannt, wo wir die meisten Einblicke bekommen. Genau, letzte Woche, genau, war es auch spannend. Da haben wir mit Isabel geredet, die bei Foodsharing aktiv ist. Genau, Miri, möchtest du noch kurz das sagen, was da so unsere bahnbrechendsten Erkenntnisse waren? Nein. Genau, Foodsharing beschäftigt sich im Prinzip mit dem, was hier im Ernährungssystem in unserem sehr vereinfachten nicht mehr abgebildet ist, nämlich das, was in der Tonne landet und versucht, das zu retten, sehr viel von Supermärkten. Das ist natürlich gerade sehr eingeschränkt nur möglich oder unter Beachtung von hohen Hygieneauflagen, dass zum Beispiel nur eine Person gleichzeitig eine Abholung macht bei einem Supermarkt von Lebensmitteln, die in den Müll kommen. So wird es zumindest in Bonn gehandhabt. Das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem wo. Genau, und Isabel hat auch die Befürchtung, dass jetzt eventuell durch die aktuelle Lage noch mehr Lebensmittelverschwendung entstehen könnte. Einfach dadurch, dass manche Produkte gerade durch die geschlossene Gastronomie etc. nicht verwendet werden können. Oder dadurch, dass zum Teil gerade die Preise für Gemüse steigen und dann vielleicht und gleichzeitig viele Leute weniger Geld haben und es dann vielleicht für manche Leute schwierig ist, sich frisches Gemüse zu kaufen und dann im Endeffekt wieder mehr Gemüse übrig bleibt, weil es sich einfach niemand mehr leisten konnte. Gleichzeitig gibt es aber auch Chancen in der aktuellen Situation, wie zum Beispiel, dass eben das Bewusstsein für Lebensmittel steigt und auch das Bewusstsein dafür, dass es auch Lebensmittel gibt, die in der Tonne landen und auch Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten können. Und dass überhaupt so viel über so Probleme wie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen von Leuten in Schlachthöfen geredet wird oder die Unterbringung von ErntehelferInnen, das ist überhaupt auch mal eine Chance, das Ganze vielleicht zu ändern, weil genau das Thema jetzt eben viel mehr Leuten präsent ist und ja, sich dadurch vielleicht dann auch was zum Guten ändert. So viel zu letzter Woche. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann hört euch die Folge auf YouTube an oder lest unsere Zusammenfassung, wo nochmal die wichtigsten Punkte erwähnt sind. Die findet ihr im Pad, was ich jetzt hier nochmal in den Chat schreibe. Ansonsten ist dieses Ernährungssystem natürlich ja noch sehr vereinfacht gewesen. Eigentlich ist das Ganze viel komplexer, deswegen haben wir bei Ikona versucht, das Ganze in einem Bild zusammenzufassen. Und das sieht dann ungefähr so aus. Das ist ein Wimmelbild zu dem Ernährungssystem, was genau die Zusammenhänge noch mal ein bisschen ausführlicher darstellt als jetzt unsere kurze Grafik. Ja, damit gebe ich wieder zurück zu Fine. Ja, vielen Dank euch beiden für den schönen Überblick nochmal. Und genau, jetzt möchte ich gerne Charlotte auf unserer virtuellen Bühne begrüßen. Schön, dass du da bist, Charlotte. Charlotte ist Referentin für den Lebensmitteleinzelhandel bei Demeter im Norden. Genau, da frage ich mich dann im Lebensmitteleinzelhandel. Aber vielleicht klärt sich das auch, wenn du zeigst, was für Ausschnitte du dir aus dem Wimmelbild ausgesucht hast im Voraus. Miri kann ja mal ihren Bildschirm kurz teilen und ja, es wäre total spannend zu wissen, ja, welche Ausschnitte und warum. Ja, total gerne. Ich habe mich unglaublich schwer getan, mir einen Ausschnitt auszusuchen. Ich bin jetzt bei 3 gelandet und damit doch funktioniert das dann ganz gut. Ich bin angestellt beim Demeter-Verband und der Demeter-Verband, anders als andere Bioanbauverbände, besteht nicht nur aus Landwirten, sondern auch aus Landwirten, Verarbeitung und Handel. Das heißt, unsere Mitgliedsbetriebe sind sowohl die Solawi im Wendland als Beispiel, so das vielleicht konsequenteste und deswegen auch erstmal das Saatgutfestival, das ist so der Ursprung von dem, wo wir eigentlich herkommen und wo vielleicht das konsequenteste und
ja, ich würde nicht sagen fundamentalistischste des Demeter-Verbandes, des ganzen Spektrums, aber es ist ja unglaublich viel Bewegung im Handel und ich bin nun mal da, um den Lebensmitteleinzelhandel zu betreuen. Also die hier so schön mit der Rewe Group, fand ich super, Miriam, dargestellt wurden. Also so in der Bandbreite bewege ich mich so jeden Tag. Zwischen den kleinen Gärtnerei, primär Solawi mit samenfesten Sorten und den großen Handelshäusern, die jetzt reinweise Demeter-Produkte handeln wollen, was vor 2-3 Jahren exklusiv dem Fachhandel überlassen war. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Spannungsfeld und macht meinen Job auch relativ herausfordernd. Also es soll ja spannend sein, aber es ist dann doch ganz schön spannend, da irgendwie eine immer Lösung zu finden, mit der man die Mitglieder alle so abholt. Also da eine Mitgliedschaft aufzubauen, in der sich sowohl der große Handelshaus als auch die Solawi oder das Saatgutfest, die Saatgutzüchter langfristig. Also das ist das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege. Deswegen habe ich mir mal hier diese Bilder rausgesucht. Die beiden Extreme, die beiden Pole, die es irgendwie bestmöglich gilt, zusammenzuhalten. Ja, voll schön. Danke dir schon mal für die Einführung. Vielen Dank. Ich muss sagen, dass meine Internetverbindung gerade unglaublich. Ja, ich glaube, Fienes Internet ist heute so schlecht wie noch nie. Eigentlich hatten wir noch nie Internetprobleme. Genau, aber deswegen dachte ich, mache ich kurz weiter. Danke dir schon mal für den ersten Einblick. Genau, vielleicht kommen auch nachher irgendwie noch Fragen von uns, was genau so eine Handelsreferentin irgendwie macht. Und wenn ihr alle irgendwie Fragen habt, schreibt die gerne in den Chat. Wir moderieren die dann mit rein. Genau. Und unsere erste Frage an dich, Charlotte, wäre jetzt ein bisschen, was sich bei dir im Arbeitsalltag so geändert hat, seit Corona angefangen hat. Wovon merkst du irgendwie was? Mein Arbeitsalltag. Ich gehöre ja zu den Glücklichen, die auch im Homeoffice grundsätzlich arbeiten kann und die auch nicht in Kurzarbeit ist. Und dennoch hat sich mein Arbeitsalltag krass verändert. Es sind alle Schulungen abgesagt worden des ersten Quartals, alle persönlichen Termine. Ich bin von einem Januar, wo ich 3 von 4 Wochen mehr unterwegs war als im Büro, bin ich hin zu monatelang gar keine Termine haben und weg und auch neben dem, dass persönliche Treffen nicht mehr möglich sind, sind natürlich auch meine Partner, der Lebenspartner im Leben für den Einzelhandel, haben gerade also für alles im Kopf, aber nicht um mit mir über die weitere Ausrichtung des biodynamischen Sortimentes in ihrem Regal zu sprechen. Die haben gerade andere Sorgen. Und das hat mich erstmal ganz gut auf Pause gesetzt. Also das war schon nicht ganz einfach, auch Termine und Schulungen abzusagen, die seit 6 Monaten oder länger geplant sind. Das heißt, du machst eigentlich auch viele Schulungen irgendwie und mit wem dann genau? Also wer ist so die Zielgruppe? Also Schulung ist im Demeter-Verband für Handelshäuser verpflichtend durchzuführen, sowohl für die Abteilungsleiter des Großhandels als auch für Mitarbeiter in den Märkten. Und ich bin eigentlich diejenige, die mitorganisiert, mitbetreut und mit durchführt. Und sie sind auch total wichtig, einfach für einen Einstieg, gerade für neue Mitglieder, die sich wirklich das erste Mal mit Demeter beschäftigen, um überhaupt ein Verständnis für die Thematik zu entwickeln. Genau, das sind immer zwangsläufig physische Schulungen auf Demeterhöfen und das ist natürlich komplett undenkbar gewesen seit eigentlich der 2. Märzwoche. Und du hast ja gesagt, im Demeter-Verband seid ihr nicht nur nicht nur die Landwirtin, aber auch die Landwirtin. Also merken die auch was davon? Sind Bioprodukte gerade wirklich dann auch weniger nachgefragt oder geht einfach nur diese weitere Promotion, sage ich mal, davon gerade nicht weiter? Bioprodukte haben im März zumindest für April, nee, stimmt nicht,
noch für April fehlen mir noch die Monate, die Zahlen für März, aber auf jeden Fall stärker zugelegt als konventionelle Produkte. Was mich natürlich ganz viel Hoffnung schöpfen lässt, dass das auch eine Chance bietet, auch jetzt für den Bio-Bereich. Liegt natürlich aber auch teilweise daran, dass die Gastronomie einfach weggefallen ist. Die ja tendenziell sehr bio-schwach ist und sich das auf den Handel verlagert, wo dann der Bio-Anteil ein bisschen höher ist. So. Insgesamt aber gab es bisher einen positiven Schub für den Bio-Umsatz. Du hast gerade kurz die Gastro angesprochen. Habt ihr als Demeter-Verband auch irgendwie Verbindung zur Gastronomie und versucht da irgendwie was zu vermarkten? Oder ist wirklich die Hauptzielgruppe ist halt der Lebensmitteleinzelhandel? Wir haben Mitglieder, die in einem Gastronomiebereich aktiv sind. Das sind aber ganz wenige. Das ist echt nur die Ausnahme. Das liegt häufig daran, dass im Großhandel, Gastro-Großhandel, die Strukturen einfach noch fehlen. Schon bei Bio ist das ja nicht ganz einfach, da entsprechend Sortimentsbreite und eine Vielfalt anbieten zu können in Bio-Qualität. Aber bei Demeter also wird es dann ganz schwierig. Ja. Also der Schwerpunkt liegt eindeutig auf für die Landwirte zum einen auf der Direktvermarktung, dann werden sie bei der Solawi, beim Hofladen, bei den Abokisten und dann beim Naturkostfachhandel und dem Lebensmitteleinzelhandel. Und du hast ja eben gesagt, der Absatz an Bioprodukten ist mehr also gestiegen als also mehr als die konventionellen Produkte. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Also hat es was mit der aktuellen Situation zu tun oder ist es einfach irgendwie nur Zufall, dass Leute vielleicht mehr Bio kaufen gerade? Meine Hoffnung ist, dass es kein Zufall ist. Es gab durchaus die ein oder andere Studie schon, die belegt hat, dass der Trend, also dass Corona einen Trend beschleunigt hin zu Gesundheit, Nachhaltigkeit und bewusstem Leben. Und dass das ein Trend ist, der sich auch in abgeschwächter Form, aber der sich grundsätzlich auch nach Corona weiter fortsetzen wird. Und in dem Schritt sehe ich auch den Anstieg des Bio-Umsatzes. Es gehört natürlich aber dazu, dass Leute Verbraucher auf einmal nicht mehr in Urlaub fahren konnten, dass sie nicht mehr essen gehen konnten und sich vielleicht ganz besonders jetzt deswegen gesagt haben, dann hole ich mir aber zumindest mal was Gutes. Ja. Ist aber ja an sich was, wo man gut drauf aufbauen kann. Genau. Bin ganz hoffnungsvoll, ja. Ja. Was sind denn so, wenn die Haupthürden, um Demeter-Produkte in den Lebensmitteleinzelhandel zu bekommen? Also jetzt gerade, klar, ist es irgendwie so zu viel Stress auf anderen Ebenen. Und was ist sonst so irgendwie was Supermärkte davon abhält? Oder vielleicht auch was dafür spricht für Sie? Was Supermärkte davon abhält, Demeter-Produkte zu verkaufen? Genau, also warum du überhaupt arbeiten muss, warum sie dir das nicht aus der Hand reißen, weil das so gute Produkte sind. Lustigerweise reißen sie es uns aus der Hand. Mhm. Also es ist so, dass bis vor 2-3 Jahren eigentlich nur der Naturkostfachhandel Demeter gehandelt hat und dann durch ein Regelwerk, also es gibt ja Richtlinien für die Landwirtschaft, es gibt Richtlinien für die Verarbeitung und dann wurde ein Richtlinienwerk, kann man sagen, für den Handel geschaffen. Das hat natürlich Türen aufgemacht, dass jeder, der diese Richtlinien erfüllt, entsprechend auf Demeter handeln kann. Und ich bin quasi dafür da, diese Richtlinien nachzuhalten. Mhm. Und aktuell ist es, wir sind von den 3 großen Anbauverbänden, also Bioland, Naturland, Demeter, sind wir der kleinste. Und wenn natürlich so große Handelshäuser kommen, die bundesweit vermarkten, dann braucht das schon eine ganz schöne Zeit, bis so eine neue Mitgliedschaft in einem Bio-Anbauverband verdaut wird. Also ein Mitglied hat das ein Bekannter aus der Mitgliedschaft hat das mir mal gesagt vor ein paar Wochen, ich könnte jedes Demeter-Ei gerade 5-mal verkaufen. Das trifft bei manchen Produkten total zu, wie dem Ei als Beispiel. Bei anderen Produkten, die weniger aus der Hand gerissen werden, einfach weil die Preisunterschiede auch noch mal dramatischer sind als bei der Gurke jetzt als Beispiel. Thema Fleisch zum Beispiel ist ein ganz extremes Beispiel, da ist die Vermarktung deutlich schwieriger. Mhm. Genau. Du hast gerade ja die Preisthematik ein bisschen angesprochen. Hast du das Gefühl, dass jetzt gerade, klar, die einen Leute fahren irgendwie nicht in Urlaub und haben dann vielleicht, denken sich, ach, dann
gönne ich mir mal was und investiere mein Geld in die guten oder in teurere Produkte. Oder ist es halt auch die Problematik, dass wir irgendwie, ja, so Wirtschaftskrise, das schwebt irgendwie so über allem und Unsicherheit. Ist das irgendwie was, was man, also was die Biobranche zu spüren bekommt? Oder ist das einfach auch eine ganz andere Zielgruppe, die irgendwie Bio kauft? Nach meiner Wahrnehmung bisher spürt die Biobranche es noch nicht. Aber das muss nicht heißen, dass sie es nicht später spüren wird. Also ich hoffe, dass wirklich ein Bewusstseinswandel stattfindet, losgelöst vom, ich habe jetzt hier mehr Geld, weil ich da mal nicht in Urlaub gefahren bin, sondern wirklich ein Bewusstseinswandel zu, hey, lass uns weniger konsumieren und davon von einer anderen Qualität. Mhm. Aber das ist, das klingt gut, wenn man so pauschal sagt, in dem Moment, wo Menschen nicht wissen, wo das nächste Gehalt herkommt, ist es mit Bewusstseinswandel dann relativ schwierig, ne? Nachvollziehbarerweise, also. Da muss, glaube ich, unsere Politik ein bisschen aufpassen, dass sie da niemanden vergisst gerade. Dass sich jeder sicher fühlt. Denn Leute, Menschen, die Angst haben, die sind entsprechend vorsichtig an den Ausgaben, das nachvollziehbarerweise. Ja, doch. Genau. Hast du gerade vielleicht auch das Gefühl, dass sich Chancen oder was heißt ja doch Chancen für Biomarketing daraus ergeben? Dass es jetzt gerade so ganz große Diskussionen um die Spargel- und Fleischindustrie irgendwie gibt. Also ich kann vielleicht auch ganz kurz ein Beispiel hier aus Bonn irgendwie erzählen. Also in der Nähe von Bonn gab es heute, also seit Freitag eigentlich, gibt es einen ziemlich großen Streik auf einem Spargelhof, wo die ErntehelferInnen wirklich in Streik gegangen sind wegen der unhaltbaren Wohn- und Arbeitsbedingungen und fehlender Schutzmaßnahmen und genau, fehlender Lohnauszahlungen und kurzfristigen Kündigungen und sowas. Also ich habe so gerade auch das Gefühl, da passiert richtig was. Kann das dem Biomarketing irgendwie nutzen, weil ja auch Sozialstandards gehören ja irgendwie dazu, wo ich auch nicht einschätzen kann, ob die einen so präsent sind, die Bio kaufen, oder ob das eher immer noch so ein Umweltding ist? Ich hoffe es. Also das ist wirklich zum Umdenken führt. Ich wünsche ich mir eigentlich bei jedem, fies gesagt, aber bei jedem Lebensmittelskandal, wir hatten ja auch Anfang des Jahres Bauern, die ein Lager von einem größeren Handelshaus boykottiert haben, weil die eben mit günstigen Lebensmitteln geworben haben. Mhm. Ich glaube, diese Thematik kann nicht oft genug durch die Presse gehen, dass man einfach sich dessen bewusst ist, hinter dem Preis, den wir im Regal sehen, hinter dem Namen, der oben auf der Marke steht, das steht viel mehr als die Summe der Zutaten und der Betrieb, der entsprechend produziert, sondern da stehen Menschen und da steht eine ganze Umwelt dahinter. Und wie wir uns entscheiden am Regal, beeinflusst erheblich diese Menschen, die eben dahinter stehen und natürlich ökologische Systeme. Mhm. Also meinetwegen kann es nicht genug Skandale geben, so fies das jetzt klingt, aber es, vielleicht brauchen wir genau das, um gerade mal wachgerüttelt zu werden. Ja, das passt ein bisschen zu dem, was wir letzte Woche auch oder was letzte Woche auch viel aufkam. Klar, es ist gerade alles irgendwie nicht schön, aber es wird drüber gesprochen und das ist der erste Schritt so und es wird hinterfragt und genau. Und dann würdest du quasi auch sagen, so auch vielleicht irgendwie die aktuelle Corona-Situation hat irgendwie so die gleiche Auswirkung wie so ein Lebensmittelskandal. Ich bin gespannt. Also wir reden ja so von kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Auswirkungen und wir stecken ja noch mittendrin in der ganzen Thematik. Also ne, die kurzfristige Auswirkung war erstmal, dass es noch mehr bewusster und mehr oder mehr Bio gekauft wurde grundsätzlich, auch gezielt. Aber mittel- und langfristig müssen wir gucken, wie sich Corona dann auf das ganze Thema auswirken wird. Ich hoffe einfach, dass die Zusammenhänge noch viel klarer werden zwischen auch dem Thema wie Umweltzerstörung und der Corona-Krise, was ja häufiger jetzt mal diskutiert wurde in verschiedenen Talkshows, wo ich sage, genau sowas brauchen wir gerade. Und ne, wie eigentlich alles irgendwie miteinander vernetzt ist, die wir durchaus einen riesen Unterschied machen können. Auch die Abhängigkeit zum Beispiel, wenn wir wieder beim Ernährungsbereich sind, die Abhängigkeit von sowohl Erntehelfern aus dem Ausland, aber auch natürlich Futtermitteln, Verpackungsmaterial, all sowas, dass wir das mal angucken. Jetzt in der Corona-Krise, wo sind denn die Schwächen?
im System und wo bestehen da die größten Abhängigkeiten, die wirklich notwendig sind, da können wir das irgendwie anders strukturieren. Genau, gut zu den Abhängigkeiten. Ist es also so, dass quasi Demeter auch sehr auf, oder ihr dann irgendwie auf so regionale Versorgungsstrukturen irgendwie setzt, weil das ja auch irgendwie vieles, was so gerade diskutiert wird, ach, seit Corona irgendwie alle Globalisierung wird ein bisschen in Frage gestellt und man guckt vielleicht doch, ja, nutzt es für regionale Wirtschaftskreisläufe, ist das auch ja quasi ein Prinzip, was hinter der Demeter-Vermarktung irgendwie viel steht und das gerade auch diesen Punkt irgendwie gut nutzen kann? Definitiv. Also einer der Säulen von Demeter, sag ich mal, ist so der Hoforganismus. Ja, schon, dass dieser Hof ein geschlossener Organismus ist, in dem nichts von außen hinzugefügt wird. Ich sag mal beispielsweise Futtermittelimporte, aber auch nichts abfällt, wie bald, ne, wie riesige Mengen von Gülle, die einfach über sind nachher. Mhm. Und das ist so das Grundprinzip, was es ja schon mal komplett anders macht als die Bio, den Ökolandbau allgemein. Aber dann, wenn man das so auch nach außen lebt, also ne, da auch was Verpackungsmaterialien angeht, beispielsweise eine gewisse Regionalität und Qualitätsorientierung macht, dann wird Demeter wirklich authentisch. Mhm. Es ist heute natürlich so, dass zunehmend Ware auch aus dem Ausland kommt. Also Gemüse aus Spanien, Italien oder die Banane aus Mittelamerika. Ja. Da wird es dann schwierig, da gerät es ein bisschen an seine Grenzen. Ja. Ja, dazu haben wir gerade eine ziemlich perfekt passende Frage, wie die Fragestellerin auch bemerkt hat. Genau, und zwar dazu, ob, also mich würde interessieren, inwiefern importierte Lebensmittel in Bioqualität von der Situation zum Beispiel in Südeuropa beeinflusst werden und wurden und vielleicht auch, ob der Demeter-Verband so Lieferketten über Grenzen hinweg irgendwie einfließt oder nicht? Also ich weiß, dass die Situation in Südeuropa noch krasser war als hier in Deutschland mit den Erntehelfern. Das hat definitiv für den einen oder anderen Engpass gesorgt. Ich weiß jetzt nicht, weil ich habe nicht mitgekriegt, wie dramatisch das Ganze ist oder welche Ausmaße das angenommen hat. Liegt aber auch daran, dass Lebensmittelimporte, ich würde am liebsten jetzt sagen, bei Demeter eher die Ausnahme sind. Das wäre ein bisschen idealisiert. Das stimmt so nicht so ganz. Aber ich sag mal, gerade im Sommer sollten sie eigentlich die Ausnahme sein. Also bei den Handelshäusern, die verstanden haben, worum es geht und die konsequent auch die Demeter-Grundsätze umsetzen, sollte die Tomate aus Spanien zumindest im Sommer eigentlich nicht im Regal liegen, wenn die Tomate hier so hat. Mhm. Sagen wir mal so. Aber grundsätzlich sind Lebensmittel, internationale Lebensmittel so auch bei Demeter üblich. So, ne? Also der Verband ist international aufgestellt. Es gibt da eine Organisation, die in Spanien sitzt, die in Italien sitzt. Es gibt die Demeter Banane, die aus zwei verschiedenen Ländern kommt. Das ist durchaus auch bei uns im Sortiment. Okay, also das heißt, ihr habt dann quasi Lieferketten schon auch irgendwie über Grenzen, über Ländergrenzen hinweg irgendwie soweit es geht, einfach mit ein. Definitiv. Ja. Also was ich gerne leben möchte mit meinen Partnern im Handel, ist Regionalität über Nationalität, über Internationalität. Da würde ich gerne hin. Aber das beißt sich natürlich vollkommen mit den Standards und der dauerhaften Verfügbarkeit, die der Lebensmitteleinzelhandel so gewohnt ist bei meinen etlichen Kulturen, wie der Tomate als Beispiel. Es ist da nicht mehr viel mit Regionalität, wenn man 12 Monate im Jahr eben die Tomate anbieten. Ja. Alles hängt zusammen. Wir haben noch eine Frage, die sich noch ein bisschen auf was bezieht, was du am Anfang gesagt hättest, über die Kriterien, die es im Einzelhandel gibt, um Demeter zu vermarkten und genau in diesen Verband einzutreten. Kannst du dazu vielleicht noch ganz kurz was sagen, welche Kriterien es da gibt? Also es gibt gibt die sogenannten Vertriebsgrundsätze, so heißen sie offiziell, die wurden aus der Mitgliedschaft entwickelt. Mhm. Vielleicht ein Satz dazu, die Mitgliedschaft sind ungefähr 1700 Betriebe aus
Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel. Natürlich einen ganz, ganz starken Schwerpunkt auf der Landwirtschaft. Und das sind Kriterien wie ein überdurchschnittliches Engagement im Biobereich. Mhm. Ja, also das sollen Handelshäuser dann mit einem starken Bioanteil, mit einem breiten Biosortiment und mit einer hohen Entwicklung im Biobereich. Es gibt Kriterien wie das Nachhaltigkeitsmanagement, das einfach vorgeschrieben ist oder in den ersten 3 Jahren der Mitgliedschaft entwickelt werden muss. Dann fallen darunter das Thema Schulung zum Beispiel, ne? Also dass wirklich Mitarbeiter in den Märkten noch verstehen müssen, was sie da verkaufen. Mhm. Es gibt spannende, wirklich spannende Sachen, weil ich bin diejenige, die das nachher nachhält beim Lebensmitteleinzelhandel und das sind natürlich Themen, die der Lebensmitteleinzelhandel so sonst nicht kennt. Also ne? Es geht darum, sich im Rahmen biodynamischer Projekte zu engagieren, also wirklich selbstlos für ein Projekt zu spenden, was das Thema Pflanzenzüchtung oder auch Tierzucht Richtung bei Nutzungsrassen zum Beispiel voranbringt, ohne dass es dem Handelshaus privatwirtschaftlich nutzt. Ja. Das finde ich total spannend, weil wenn ich das vorschlage, gucken mich alle erstmal an wie ein Auto. Von wegen, wir handeln doch schon die Produkte, was wollt ihr jetzt so von uns? Mhm. Aber da gibt es spannende Kriterien, die sind auch nicht fix, die sind in Stein gemeißelt, die entwickeln sich immer weiter durch die Mitgliedschaft und auch durch die veränderten Marktbedingungen. Aber das macht es dann erst richtig spannend, wenn der Handel erstmal merkt, es ist kein Freifahrtschein, die können alles handeln, was sie wollen. Die Landwirte haben klare Richtlinien, die Verarbeiter haben klare Richtlinien, der Handel kann machen, was er will, sondern auch die müssen da gewisse Regeln einhalten. Mhm. Okay. Und genau, hast du gerade, du hast ja auch gesagt, du hast irgendwie immer noch gerade ein bisschen Kontakt zu Supermärkten, auch wenn irgendwie vielleicht gerade nicht im Rahmen von Schulungen und du eher das Feedback bekommst, dass sie gerade keinen Kopf für die Erweiterung der Demeter-Produktpalette haben. Was bekommst du denn von denen mit? Also wo ist gerade, was beschäftigt Supermärkte gerade am meisten so? Also ich spreche zum einen mit den selbstständigen Märkten selber, aber ich spreche nicht auch ganz mit dem Großhandel. Mhm. Und die waren, also zu Anfang der Corona-Situation war das ganz krass, da war wirklich, also nicht nur getrennte Teams, sondern auch der Außendienst teilweise am Kommissionieren in den Lägern, weil ja auch da auf einmal durch die ausfallende Kinderbetreuung einfach Mitarbeiter weggefallen sind. Mhm. Der Absatz erhöht sich um 30-40% und die Mitarbeiter fallen da reihenweise aus, weil die keine Kinderbetreuung mehr haben. Dann gab es natürlich eine lange Phase von Waren, Verfügbarkeit sicherstellen, dass da jeder erstmal da doppelt und dreifach arbeiten musste. Und ich hoffe, langsam beruhigt es sich wieder ein bisschen in Richtung, wir arbeiten zwar in kleineren Teams und viele aus dem Homeoffice, aber es ist wieder ein bisschen Normalität möglich. Also ich versuche, die Kontakte überall wieder aufzunehmen und ein bisschen wieder in die Gespräche hinzugehen. Aber es ist nicht ganz einfach, denn meine Themen sind eigentlich schwierig. Es geht gar nicht primär um das Inhaltliche, sondern es geht wirklich darum, jemanden emotional abzuholen und in was einzubinden, wo er bisher wenig Kontakt mit hatte. Und das ist in einem Zoom-Format relativ schwierig. Also eigentlich bedarf es einem persönlichen Treffen, bedarf es einer Hofführung, bedarf es einem gemeinsamen Essen mit Landwirten, um da mal zu verstehen, worum es eigentlich geht. Okay, und das wäre auch so die eigentlich angedachte Form, wie du arbeitest und ja, nicht nur über... Wenn immer es irgendwie geht. Also ich bin überhaupt kein Fan von PowerPoint, das ist jetzt fies, das ist ein tolles Tool, aber da holst du emotional niemanden ab. Ich bin auch kein Fan davon, mich in einem Schubkarton zu treffen, der noch nicht mal ein Fenster nach draußen hat. Aber wenn man Einkäufer, die den ganzen Tag irgendwie in ihrem kleinen Zimmer sitzen und da hin und her rechnen und jede Menge am Telefonieren sind, wenn man die auf den Demeter hochführt und mal sich Gummistiefel anziehen lässt, und mal eine dicke Jacke und Schal und Mütze und dann mal eine Stunde lang sich einen Demeterhof anguckt und man sieht, wie alles zusammengehört, dann ist das eine ganz andere Gesprächsqualität, die auf einmal möglich ist. Mhm. Ja, okay. Genau, um ein bisschen zum Ende unseres Interviews schon zu kommen, oder halt erstmal genau vom Gespräch. Unsere Reihe heißt ja Ernährung ist systemrelevant. Was heißt das irgendwie für dich? Würdest du sagen, du oder ja, irgendwie Demeter-Produkte, sind sie systemrelevant? Vielleicht auch für wen sind Demeter-Produkte im Supermarkt eigentlich systemrelevant? Also
Ich bin nicht systemrelevant. Auf jeden Fall nicht kurzfristig, zumindest bei meiner Arbeit. Aber meine Betriebe sind zu 120%. Eigentlich behaupte ich mal mehr als viele andere Betriebe im Lebensmittelbereich, weil sie eben so dafür ausgelegt sind, regional und nah am Kunden zu vermarkten. Kurz, also sprichst du gerade von den Bauernhöfen und den also dem Handel, genau, und den Verarbeitern. Genau. Also alle drei eigentlich, die Lebensmittel möglich machen überhaupt, ne? Mhm. Aber anders als bei anderen Bioverbänden, vielleicht haben wir viel Direktvermarktung dabei, haben wir viele Abokisten dabei, haben wir viele Solaris dabei, wo man sagt, das ist eigentlich der kürzeste Weg von der Landwirtschaft zum Verbraucher und das ist eigentlich das Schönste, was man haben kann und das ist definitiv total relevant und sollte weiter ausgebaut werden. Okay. Genau, ja, Systemrelevanz wird ja heutzutage auch irgendwie viel mit finanzieller Förderung dann eben auch gleichgesetzt. Ist das irgendwie, ja, würdest du dann immer noch, also werden Demeter-Produkte als systemrelevant genug angesehen oder wir hatten immer viel die Frage, also klar, dass Essen systemrelevant ist, das ist klar, die Lebensmittelversorgung muss sichergestellt werden, aber hat Bio da auch einen ausreichend großen Platz gerade oder wird das irgendwie mitgedacht? Es bekommt meines Erachtens nach immer noch nicht genug Aufmerksamkeit. Das ist natürlich, ich kann da auch nicht objektiv sein, das ist mir vollkommen klar, aber trotzdem ist bei der, wenn man sich anguckt, wie die landwirtschaftliche Förderung in Deutschland und in Europa aussieht, dann kann man einfach nicht sagen, dass nachhaltig wirtschaftende Betriebe die ausreichende Würdigung finden. Mhm. Also es wird ja immer noch der größte Teil der Fördergelder wird nach Fläche ausgeschüttet und nicht nach ökologischem oder gesellschaftlichem Mehrwert. Mhm. Und da eine andere Wertschätzung für die zu kreieren, die was anders machen und ein bisschen weiterdenken, ne? Und vielleicht in Richtung Unabhängigkeit, vielleicht in Richtung Nachhaltigkeit denken, das wäre dringend notwendig. Ja. Ja. Dann danke dir erstmal bis dahin für diesen ziemlich spannenden Input. Genau, wir haben ja gesagt, wir machen auch noch ein bisschen was Aktiveres als nur Fragen stellen und zuhören für unsere ganzen ja bisher ZuhörerInnen und FragestellerInnen. Genau, dafür übergebe ich mal an Niri. Ja, genau. Und zwar werden wir gleich nochmal die Chance haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, in kleinerer Runde. Und wir sitzen ja nun gerade alle so ein bisschen in unserem Schuhkarton, hoffentlich mit Fenstern, sind wahrscheinlich mehr am Telefon und auch am Laptop als sonst, weil gerade einfach sehr viel darüber läuft. Da fehlt natürlich so ein bisschen die emotionale Bindung. Das geht auch der Politik natürlich gerade so. Die auch noch sehr stark damit beschäftigt ist, über Lockerungsmaßnahmen und Wirtschaftshilfen zu diskutieren und gerade weniger Augenmerk zum Beispiel auf die Agrarpolitik legt, die Charlotte gerade zuletzt erwähnt hatte. Wir haben jetzt nun heute an ein paar Stellen gehört, dass es gerade Chancen gibt, Bio weiter voranzutreiben, weil gute Lebensmittel umweltfreundliche Lebensmittel, gesunde Lebensmittel und auch regionale eine andere Bedeutung in der aktuellen Situation erlangen. Jetzt wäre so ein bisschen die Frage, wäre das nicht gerade gut und wichtig, dieses Thema auch in der Politik aufzugreifen und voranzubringen? Sollte diese Chance genutzt werden? Und hättet ihr Ideen, wie das passieren kann? Das ist natürlich keine einfache Frage. Aber ich würde vorschlagen, spinnt einfach ein paar Gedanken. Ich schicke euch mal in kleine geschützte Diskussionsräume, in denen ihr einfach euren Gedanken freien Lauf lassen könnt. Das wird auch nicht aufgezeichnet. Und dann könnt ihr euch mit den MithörerInnen ein bisschen austauschen. So, willkommen zurück alle. Ich hoffe, ihr hattet ein paar interessante Gespräche, nachdem dann
alle ihre GesprächspartnerInnen gefunden haben. Genau, wir kommen jetzt nochmal zu unseren letzten Fragen, Sätzen und ja, der Zusammenfassung. Dafür möchte ich zunächst noch einmal an Paulina übergeben. Genau, danke dir. Ja, genau, ich würde gleich mal versuchen, das alles ganz kurz und knackig zusammenzufassen. Mir ist eben aufgefallen, ich habe eine kleine Frage übersehen, die im Chat gestellt wurde und würde die einfach nochmal anhängen. Genau, und zwar dazu, ob ihr auch Kritik abbekommt, wenn ihr viel in größeren Supermärkten und Discountern irgendwie vertreten seid, weil das ja dann schon irgendwie ja nicht eigentlich nicht das System ist, oder um es jetzt mal so zu nennen, in das Demeter dann eigentlich rein, oder man so ganz konsequent reindenken würde. Ja, ganz fettes Ja. Also in Discounts sind wir so nicht vertreten, aber auch was der Normalverbraucher vielleicht als normalen, konventionellen Lebensmitteleinzelhandel bezeichnen würde, das gibt ordentlich Gegenwind. Sowohl von Landwirten natürlich, aber auch von Partnern im Naturkostfachhandel, also richtig ordentlich. Ich vergleiche es manchmal ein bisschen mit Beschreibungen, die eigentlich so aus dem grünen Kontext kommen. Da gibt es ja auch die Realos und die Fundis. Keiner von beiden Seiten hat die absolute Wahrheit, sondern es sind einfach zwei krass entgegengesetzte Pole, und so ähnlich ist es bei uns im Verband auch. Mhm. Auch beim Hersteller total ja, offene und wie ist das beste Wort? Also, ne, sag mal, also die Ende auch Partner, auch Hersteller, die schon ziemlich lange mit einem qualitätsorientierten Lebensmitteleinzelhandel zusammenarbeiten, und natürlich ganz auch bei den Herstellermarken ganz, ganz extreme Gegenbeispiele, die sich ganz exklusiv sagen, ich arbeite nur mit dem Fachhandel oder auch nur im Hochland, nur in der Direktvermarktung, weil das die einzige Art der Vermarktung ist, hinter der ich stehe. Mhm. Und ich kann beide Perspektiven voll verstehen, und das macht es nicht kompliziert. Ja, die Welt ist komplex. Ja. Genau. Ja, gut, dann genau, danke dir auf jeden Fall nochmal für das schöne Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet auch gute Diskussionen. Ich versuche es mal so ein bisschen in ein paar Minuten zusammenzufassen, was wir so gehört haben. Und genau, vor allem habe ich zumindest gelernt, was der Demeter-Verband so macht, dass es eigentlich auch viel um Schulungen geht, oder die eigentlich so ein sehr zentraler Bestandteil sind, und dass sich da durch die aktuelle Situation auf jeden Fall die Schwierigkeit irgendwie ja ergibt, wie man Leute erreicht, dass es auch in der Vermarktung von Bio-Produkten und in dem generellen, ja, irgendwie Wertschätzung für Lebensmittel vermitteln, halt um was Emotionales geht, und dass irgendwie teilweise schwierig ist, es digital zu schaffen oder einfach in so Zeiten, die eher durch Abstand irgendwie geprägt sind. Genau. Dann war es so, dass wir über Chancen gesprochen haben. Wir ziemlich häufig gesagt wurde, okay, Corona ist halt irgendwie an sich ist eine Krise und fördert gerade Lebensmittelskandale zutage. Und so blöd es klingt, jeder Lebensmittelskandal ist meistens gut für die Biobranche, weil sie häufig, also sie halt eben ja dann die bessere Alternative sind. Und das gilt jetzt gerade auch. Und da ist es halt insbesondere so, ja, dass auch bei Corona noch dazu irgendwie so globale Abhängigkeiten, Globalisierung irgendwie in die Kritik gerät oder zumindest hinterfragt wird, und diese, ja, der Fokus auf regionale Strukturen auf jeden Fall irgendwie was ist, was gerade bei Demeter, wo es viel eigentlich um den Hoforganismus geht, darum geht, so wenig zu importieren wie möglich, ja, im Kreislauf quasi zu wirtschaften, das total, ja, wieder eine Antwort auf die, ja, Frage so, okay, brauchen wir so viel Importprodukte, so viel Globalisierung irgendwie bieten kann. Wo ich danach dachte, okay, dass irgendwie dann auch gerade eine ganz große Chance ist für, ja, dieses Bio irgendwie so ein bisschen, ja, das Bild zu vervollständigen, dass es eben nicht nur um Umweltschutz geht, oder, sondern auch irgendwie um Sozialstandards und,
ja, dass es einfach differenzierter betrachtet werden muss, als nicht nur, okay, bei Bio geht es den Kühen irgendwie besser und die Schweine haben mehr Platz, sondern jetzt insbesondere in Betrachtung der ja, Arbeiterinnenlage, zum Beispiel in Schlachtbetrieben oder so, dass auch da irgendwie was ist, wo vielleicht ja eine nachhaltigere Produktion, zum Beispiel Demeter Bio, irgendwie eine bessere Alternative sein kann. Und du ja auch gesagt hattest, okay, es gibt schon länger Studien, dass es diesen Trend gibt hin zu Gesundheit, Nachhaltigkeit, Bioprodukten und auch Forschung gibt in die Richtung, dass Corona diesen Trend ganz stark verstärkt und eben weil sich gerade so viel ändert und das ja irgendwo dann doch auch eine Chance ist, so blöd wie alles andere, blöd ist auch vielleicht eine Untertreibung, genau, alles andere ist. Wo halt immer die Frage bleibt, okay, man kann es langfristig gerade auch nicht wirklich absehen, was das jetzt alles bedeutet, weil wie sich es wirtschaftlich entwickelt, ob Leute dann sagen, okay, ich habe weniger Geld und kaufe deswegen günstigere Produkte oder sagen, ich fahre nicht in Urlaub und investiere mein Geld daran, weil mir meine Gesundheit plötzlich oder einen höheren Stellenwert hat. Es bleibt eine große Unsicherheit. Und ich dachte irgendwie nochmal, es ist halt irgendwie so eine persönliche Ebene, auf der man irgendwie ja Bio vorantreibt, also auf dieser emotionalen Ebene und trotzdem gleichzeitig auch auf der politischen Ebene ist, irgendwie was tun muss und was passieren muss. Und dann hoffen wir irgendwie, dass ihr gerade auch gute Ideen hattet, wie das dieses Fenster gerade genutzt werden kann. Genau, um ja vielleicht ja eine nachhaltigere Lebensmittelproduktion und Verarbeitung und ja nachhaltigeren Handel auch irgendwie voranzutreiben. Genau. Danke für die Zusammenfassung. Dann Charlotte, falls du jetzt noch irgendein letztes Wort an uns alle loswerden möchtest, hättest du jetzt noch mal die Chance dazu. Ich möchte mich erstmal für die Einladung heute bedanken. Ich fand das total cool und bin auch gern die nächsten Wochen, wenn es mir denn möglich ist, dabei. Ich finde jeden Art der Austausch zu dem Thema unglaublich wichtig und unglaublich relevant und kann auch nur jedem, der sich ein bisschen für das Thema interessiert, sagen, das Thema Ernährung ist so unglaublich wichtig und so unglaublich relevant. Und ich würde jedem empfehlen, beschäftigt euch bloß mit den Qualitätsunterschieden, denn die Unterschiede zwischen Bio und Bio sind gigantisch. Hinterfragt die Vermarktungsstrukturen. Also wir leben ja im Informationszeitalter. Es gibt heutzutage eigentlich wenig, was es nicht gibt. Ich werde auch hier in meinem Einzugsbereich, speziell im Norden, ganz viel an der Verbraucherkommunikation arbeiten das nächste Jahr, weil es sind wirklich gigantische, himmelweite Unterschiede und die werden noch viel zu wenig da. Wer sich damit noch ein bisschen weiter auseinandersetzen möchte, ich kann euch eine ZDF-Doku empfehlen, die da heißt Alles Bio, Alles Gut? Fragezeichen. Die ist noch bis Oktober in der ZDF-Mediathek zu finden. Beschäftigt sich ein bisschen genau mit den Qualitätsunterschieden im Bio-Bereich eigentlich. Und bin für jede Kritik und jeden Austausch auch immer dankbar. Also gerade diejenigen, die in Norddeutschland sitzen, lauft ihr meinen zukünftigen Kommunikationsmedien dann doch öfter mal auch so über den Weg. Ich freue mich immer über Feedback. Ich wollte es damit sich mal anbieten. Ja, danke dir. Hinterfragt, was hinter dem steht, was ihr kauft oder hinter den Vermarktungsstrukturen. Wir könnten jetzt noch weit mehr in die Tiefe gehen, noch gemeinsam weiter überlegen, was man tun kann, aber wir wollen ja auch nicht den ganzen Abend nur vor dem Bildschirm verbringen, also nehmt die Anregungen, die ihr heute bekommen habt, mit. Vielleicht sind auch ein paar Fragen oder Diskussionspunkte entstanden. Genau, redet gerne mit euren MitbewohnerInnen oder Freunden oder Familie weiter. Und genau, lasst das, was jetzt in der letzten Stunde passiert ist, weiter wirken und reifen. Total schön, dass ihr alle heute dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und eine interessante Zeit. Wir werden die Doku, von der Charlotte gerade gesprochen hat, sowie eine kleine Zusammenfassung auch in unsere
in unser Handout packen. Das habe ich jetzt gerade nochmal hier in den Chat gepostet. Da finden sich Kurzzusammenfassungen von allen bisherigen Folgen, außerdem weitere spannende Links, falls jemand noch Lust hat, ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen. Dann werdet ihr da auf jeden Fall fündig. Ansonsten geht es nächsten Montag weiter zur selben Zeit, am selben Ort, also wieder unter diesem Zoom-Link. Und zwar werden wir nächsten Montag einen, ja, nochmal etwas anderen Blick kennenlernen. Und zwar haben wir Arsen aus Bulgarien zu Gast, der sich dort für nachhaltige Entwicklung engagiert und sehr aktiv ist bei einer BäuerInnen-Kooperative in Bulgariens Hauptstadt Sofia und uns etwas darüber erzählen wird, wie gerade die Lage in Bulgarien ist, was da für Corona-Einschränkungen sind, was das für die Kooperative bedeutet und was es vielleicht auch für Chancen gibt im Ernährungssystem in Bulgarien, ja, etwas zu einer positiven Transformation zu bringen in diesen Zeiten. Falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt über und nochmal erinnert werden wollt an die nächste Folge und auch was danach noch passiert, dann findet ihr den Telegram-Channel jetzt auch hier im Chat. Und wie ich sehe, findet ihr auch einen Link zu der Doku schon mal im Chat. Also wer gleich doch noch ein bisschen vor dem Bildschirm bleiben möchte, kann das gut tun. Wir freuen uns alle, dass ihr da wart und würden uns natürlich auch sehr freuen. Ja, genau, nächste Woche wird das Webinar auf Englisch sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns noch ein kleines Feedback dalasst, wie ihr es heute fandet. Schreibt einfach gerne in den Chat oder falls ihr noch direkt mit uns drüber reden wollt, bleibt gerne auch noch hier ja, mit uns im Raum. Macht euer Mikro an und sagt gleich noch was. Und falls ihr noch Wünsche habt, mit wem ihr noch reden würdet oder wen ihr gerne mal hier in der Sendung noch hättet. Wir haben bisher mit zwei Menschen aus der Landwirtschaft gesprochen, mit zwei Menschen, die Cafés leiten, mit dem Mitarbeiter eines Unverpacktladens, einer Person von Foodsharing und jetzt heute Charlotte, die bei Demeter im Norden arbeitet. Insofern, wenn ihr da noch Themen oder Personen oder AkteurInnen habt, mit denen ihr total gerne mal über die aktuelle Lage reden würdet, dann schreibt es auch gerne in den Chat und dann schauen wir, was sich da in den nächsten Wochen noch tun lässt. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, es war jetzt nicht alles zu chaotisch und spontan heute, dadurch, dass Fine wegen Internetproblemen ausgefallen ist. Mussten wir da jetzt ein bisschen improvisieren, aber ich hoffe, das hat soweit alles gut geklappt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es gut!